Sei, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der MGT News. Ja, alte Serie, aber neues Gesicht, beziehungsweise gar kein Gesicht mehr. Das Format wurde abgeändert und heute gibt es das erste Mal wieder internationale News und Gerüchte. Und wir haben unter anderem richtig krasse Transfers dabei. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung, IG Vault, 6% aber eure Coins, 4 Points, PS, Animax und Kudamik, Cobox, Gaming TV dazu, OneFootball, eure App für die neuesten Livescores, Transfergerüchte und Kaderinformationen, gerade jetzt, wo es auf dem Winter zugeht, wieder sehr, sehr interessant, ladet sie euch kostenlos im App Store runter, unterstützt mich damit, ich würde mich freuen, klickt einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung. Wir machen weiter und zwar mit der ersten News und die ist, finde ich, gleich mal ein richtiger Kracher. Denn verschiedene Quellen haben gestern berichtet, dass Antoine Griezmann wohl Stress mit Teamkollegen und mit Diego Simeone haben soll. Der Franzose, der ja im Sommer bereits mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde und immer wieder mit Wechseln in Verbindung gebracht wird, scheint anscheinend zuletzt bei seinen Teammitgliedern in Ungnade gefallen zu sein, einfach aufgrund seiner schlechten Leistung. Bisher stehen in der Ligasaison 3 Tore für ihn zu Buche. Das ist natürlich nicht das, was man von ihm erwartet und dementsprechend haben sich unter anderem Spieler wie Diego Godin und Juan Fran über seine Mentalität bzw. seine Einstellung beschwert. Es gab ja in der Vergangenheit mehrere Interessenten, unter anderem der FC Barcelona oder auch Paris Saint-Germain. Die Premier League ist allgemein auch immer ein interessanter Spot für einen Spieler wie Griezmann, der sich aber ja zuletzt nach dieser harten Transfersperre für Atletico eigentlich zu seinem Verein bekannt hat. Jetzt scheint es so, als ob das Ganze eventuell doch über die Bühne gehen könnte und gerade wenn halt eben einflussreiche Spieler wie Godin, wie Gabi oder wie Juan Fran sich bereits über den Status oder die Mentalität von Griezmann beschweren, dann ist das, denke ich mal, gar nicht so abwegig. Aber schreibt mal eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Es könnte uns auf jeden Fall ein Hammer-Transfer im Winter erwarten. Bleiben wir bei Atletico Madrid, bleiben wir bei Stürmern und bleiben wir beim nächsten potenziellen Abgang. Denn nach dem Transfer von Diego Costa bleibt für den Kollegen Fernando Torres, die Legende, nur noch so ein bisschen die Reservistenrolle. Wenn man sich den Kader mal anguckt, Angel Correa ist noch da, Luciano Vietto ist theoretisch noch da, dazu ist ein Griezmann theoretisch noch da und Diego Costa eben. Da ist nicht mehr sonderlich viel Platz für den Spanier, für El Nino, für den ehemaligen Liverpool- und Chelsea-Akteur. Dementsprechend liebäugelt er wohl mit einem Wechsel im Winter. Theoretisch gibt es Angebote außer MLS und China, aber auch einer der europäischen Top-Clubs scheint angeblich Interesse zu haben, und zwar der FC Bayern. Zumindest gibt es dieses Gerücht, denn Bayern sucht ja momentan nach einem Backup für Lewandowski. Zuletzt hatte man bemerkt, gerade im Pokalspiel bzw. in der Champions League, es ist nicht wirklich viel da, was Lewandowski ersetzen könnte und Vrid ist beim besten Willen niemand, der auf dem Niveau agieren könnte. Gerade Fernando Torres scheint eine relativ interessante Variante zu sein, denn Torres ist bekanntermaßen Top-Stürmer, ein europäischer Stürmer, der auf jeden Fall sich in internationalen Wettbewerben bewiesen hat und dementsprechend, warum nicht? Er könnte dazu Vrid und so weiter als erfahrener Routinier helfen und eventuell würde das auch ermöglichen, dass im Falle eines eventuellen Lewandowski-Transfers zumindest nicht komplett Holland in Not wäre beim FC Bayern München. Schreibt mir auch dazu auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare und wir kommen direkt zur nächsten Geschichte und das ist eine, die auch um eine Legende geht und zwar um Andrea Pirlo, denn der Routinier hat seine Karriere im Alter von 38 Jahren beendet, nachdem New York jetzt aus den Playoffs ausgeschieden ist. In der MLS hat der Italiener gesagt, ich hänge meine italienischen Schuhe an den Nagel, dementsprechend der Maestro des Spiels, der ehemalige Juve-Regisseur, der ja auch für Milan aktiv war und hat eben zuletzt in der MLS auf sich aufmerksam gemacht hat, wird nicht mehr weiter Fußball spielen. Natürlich wieder sehr, sehr traurig, zumal wir in letzter Zeit halt immer wieder Legenden haben, die ihre Karriere leider an den Nagel hängen. Es scheint ja auch so, dass Gigi Buffon die nächste Italienische sein wird, die im kommenden Sommer seine Schuhe an den Nagel oder die Handschuhe in diesem Fall an den Nagel hängen wird. Im Sommer hat Francesco Totti aufgehört. Also definitiv momentan die Ära des italienischen Fußballs geht ein bisschen vorbei. Man kann sich auf jeden Fall die Jahresrückblicke bzw. die Rückblicke von Andrea Pirlo sehr, sehr gut geben. Er war ein Maestro des Spiels. Es ist schade, dass er seine Karriere beendet hat, aber ich denke, er hat es noch zu einem guten Zeitpunkt getan und zumal jetzt gerade sein Team ausgeschieden ist, auch was, was man definitiv verstehen kann. Von ganz, ganz alten Spielern zu ganz, ganz jungen Spielern, beziehungsweise dem momentanen Shootingstar, was junge Spieler angeht, in der Bundesliga. Denn Jan-Fiete Arp ist momentan im Gespräch wie kein Zweiter eventuell, was die Stürmer angeht. Der junge Hamburger hat zuletzt in der Bundesliga zweimal hintereinander getroffen, und zwar sowohl gegen Hertha BSC, als auch zuletzt beim Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart, beide mal eine tragende Rolle gespielt. Einmal bei der potenziellen Aufholjagd und einmal eben beim wiedererrungenen Sieg, beziehungsweise den wiedererrungenen 3 Punkten, nachdem es ja zwischenzeitlich einen Ausgleich gab, durch Daniel Ginczek. Auch wenn das Spiel allgemein kontrovers war, vor allem wegen der gelb-roten Karte für Burnic, hat natürlich Fiete Arp wie auf sich aufmerksam gemacht. Man möchte übrigens nicht, dass man ihn Jan nennt, ja, er möchte das ja nicht, dementsprechend natürlich nur Fiete Arp. 17 Jahre alt, in den Jugendmannschaften alles auseinandergenommen, in den U-Nationalmannschaften alles auseinandergenommen, jetzt in der Bundesliga am Start. Was kann da noch gehen? Die Frage ist, was wird beim HSV noch gehen? Denn er hat nur Vertrag bis 2019 und dementsprechend ist der nächste Sommer natürlich entscheidend für den HSV. Die Frage ist, wird er
verlängern oder wird er den Verein verlassen und sein Glück eventuell woanders suchen? Theoretisch ist der HSV natürlich an sich eine gute Station, denn es gibt nicht so einen großen Druck auf den Spieler wie beispielsweise beim FC Bayern München. Allerdings natürlich eine schwierige Situation, wenn man dauernd gegen den Abstieg spielt. Eventuell gäbe es bessere Ausbildungsvereine in der Bundesliga, würde normalerweise der 1. FC Köln als Verein anfallen, allerdings ist der ja mittlerweile auch in Abstiegssorge. Aber vielleicht solche Vereine wie eben Borussia Mönchengladbach oder ähnliches, auch wenn da ja zuletzt Stürmer wie Rigotta nicht den besten Eindruck gemacht haben. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, beziehungsweise hier ist auch natürlich eine Infokarte. Stimmt ab, glaubt ihr oder sollte Fiete Arp seinen Vertrag beim HSV verlängern oder sollte er eine neue Challenge suchen oder sagt ihr, man soll doch zumindest bis zum nächsten Sommer warten und dann eine Entscheidung darüber treffen oder er sollte das machen. Ich bin gespannt, was ihr sagt und denke auf jeden Fall, dass wir mit Fiete Arp, auch wenn er beim HSV spielt, auch wenn natürlich die Saison nicht einfach werden wird, was wir bis jetzt gesehen haben, zumal das auch ein Spiel gegen Stuttgart gegen 10 Mann war bei 90 Minuten, was man noch nicht so hoch hängen sollte, dass wir damit ein sehr, sehr interessantes deutsches Talent haben, der dem HSV auf lange Sicht auch auf jeden Fall weiterhelfen könnte. Letzte News ist nochmal ein bisschen jüngerer Spieler, aber mittlerweile auch schon 25 Jahre alt. Ozan Özyakup. Ihr könnt dann eventuell noch kennen aus dem BVB-Karrieremodus, wo ich den ja sehr gefeiert habe. Dazu übrigens in Zukunft wieder vielleicht ein bisschen mehr mal sehen, also zumindest was die Karrieremodi angeht. Wartet auf den Dezember, kann ich dazu nur sagen. Özyakup spielt momentan bei Beşiktaş. 8 Einsätze in der Super League, 2 Vorlagen. Marktwert zuletzt wieder gesunken auf 12 Millionen. Und jetzt ist der Ex-Club von Özyakup wohl bereit, ihn zurückzuholen und zwar nach England. Wer das nicht wusste, Özyakup hat in der Vergangenheit für den FC Arsenal gespielt, war aber wohl nicht gut genug und wurde dementsprechend verkauft und zwar für 500.000 Euro um den Dreh an Beşiktaş. Natürlich sehr, sehr bitter im Nachhinein betrachtet, dass er sich doch so gut entwickelt hat, aber wie man auch bei Paul Pogba beispielsweise gesehen hat, es gibt theoretisch immer einen Weg zurück und den könnte Özyakup jetzt eventuell wählen, denn der tatsächlich sucht Arsenal einen Ersatz für Özil. Auch wenn das ziemlich, ziemlich krass ist, Özil mit einem Özyakup zu ersetzen und natürlich Özil diese extreme Klasse hat, die an seinem besten Tag deutlich besser ist als die beste Klasse von Özyakup, wäre es definitiv eine interessante Variante und mal sehen, ob sich so ein Spieler in der Premier League durchsetzen könnte. Natürlich wäre es bitter für Beşiktaş, allerdings glaube ich, dass das für Özyakup auch relativ attraktiv wäre, weil die Premier League ist die beste Liga der Welt, in die die meisten Spieler rein wollen und dementsprechend könnte er sich da bei einem Top-Team auch noch beweisen. Ob das im gleichen Zug heißt, dass Özil zu Beşiktaş geht? Ich glaube eher nicht. Ob das im gleichen Zug heißt, dass Özil irgendwo anders hingeht. Ich weiß es nicht, denn es gibt ja momentan nicht so viele Interessenten am Türken bzw. am Deutsch-Türken, ja, am deutschen Nationalspieler, am türkischen Ursprungsspieler, denn der hat ja einfach zu hohes Gehalt, was seine Leistungen nicht wirklich rechtfertigen. Ja, also hat man jetzt gerade im Spiel ja gegen Man City gesehen, er ist halt nicht Big Game Özil, er ist halt Small Game Özil und selbst da nur ab und zu. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Denkt ihr, dass Arsenal Özyakup holen sollte und denkt ihr, dass Özil den Verein wechseln sollte oder Verein wechseln wird? Ich bin gespannt. Das war's erstmal von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Nächstes Mal gibt's dann nächste Woche wieder News aus der Welt des Fußballs. Eventuell dann wieder mehr Transfergerüchte oder mal was aus der Bundesliga oder so. Je nachdem, was ich für die Top 5 oder Top 6 Meldungen halte, wird's in diesen Videos geben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.